Heint ist eigentlich ein ganz ein besonders denkwürdiger Tag. Aus ganz vielen Gründen. Nicht lei, weil es genau 200 Jahre nach der Erhebung Tirols ist, wo unsere Leute unglaubliche Opfer gebracht haben für ihre Freiheit. Es ist nicht lei, fast auf den Tag 10. September, 90 Jahre, der unselige Friedensvertrag von Saint-Germain, wo Tirol geteilt worden ist. Es ist nicht lei, 70 Jahre Option, es sind 45 Jahre Tod Louis Amplatz und Tragödie auf die Brunner Mader. Und es trifft heint so wie genau vor 45 Jahren, dass der Mord von einem Sonntag auf einen Montag passiert ist. Also, ich möchte gleich ganz kurz schildern jetzt, was heint Sonntag, 6. September, genau vor 45 Jahren da vorgefallen ist. Die Tage davor, vor allem die Nächte davor, wo der Tate und der Louis Amplatz mit den Brüder Kerbler, Christian und Franz Kerbler, da weiter drin immer in der Gegend da unterwegs gewesen sein, hat es eigentlich fast keine ruhige Stunde mehr gegeben. Sie haben gewählt zu Tirol gehen, sie haben auch geplant gehabt, einen Anschlag zu verüben. Warum? Um aufmerksam zu machen, der Freiheitskampf ist nicht am Ende. Lasst die Häftlinge frei, aber vor allen Dingen auch um heimzugehen. Aber sie haben auch eine politische Aktion durchführen gewählt. Es war nicht mehr möglich, sich irgendeinem Objekt zu nähern, weil einfach der Tate Zem und der Louis Amplatz schon in Eindruck gehabt haben, da seien wesentlich mehr italienische Ordnungskräfte als alle Jahre davor, wo sie da in dem Gebiet weiter drin, Waldner Gegend, Pfälderer Gegend, unterwegs gewesen seien. Die Nächte davor seien ihnen die Waldschen Verfolger sehr nahe gewesen. Es ist eigentlich fast ein Wunder, dass in der Nacht vom 3. auf den 4. September nicht der Vater dort gewesen ist, weil sie da von Unterwiedner, von Hof, von Essen ausgegangen sind. Ab und zu haben sie etwas warmes Essen gewählt. Und wo der Amplatz Louis und der Christian Kerbler bei der Hintertür, unsere Häfe seien ja so, sie haben einen Haupteingang und hinten geht meistens eine Tiere durch den Gang außen in Stodel und in Stall. Louis Amplatz und der Christian Kerbler seien zum direkt im Wald tauchen und der Tate und der Franz Kerbler, wie so, weiß ich nicht, haben wir in Tate leider nie gefragt, seien bei den anderen Tiere in der Gasse ausgegangen. Und der Franz Kerbler hat alleweil gedrängt, Jörg, geh du erster. Der Tate ist noch raus und kaum war er in der Gasse drin, hat es leicht Raketen gegeben und er hat den Eindruck gehabt, von links und rechts pfeffern sie inner. Tate ist ein alter Krieger gewesen, hat sich auf dem Boden schnell ist weiter geroppet und so hat er in der Sohle, in der Gummisohle, einen Durchschlag drin gehabt, aber nicht verletzt gewesen und hat sich so gerettet. Der Franz Kerbler ist in dem Moment verschwunden gewesen, sehr wahrscheinlich ist er nachher gleich mit den Waldschen mitgegangen. Danach also seien die Leimer zu dritt gewesen. Man kann sich vorstellen, der Gedungene, der Verräter damals noch, der sie ja hat gesagt, lebend in die Verfolger, in die Waldschen Verfolger zu treiben, ausliefern, der ist jetzt ganz alleine und muss ja darauf gefasst sein, dass die beiden einmal anfangen nachzudenken, was ist das? Kein Tag mehr haben wir Ruhe, keine Nacht mehr wollen wir alleine sein. So auf die Fersen. Und in der Tat haben der Louis Amplatz und der Tate eigentlich schon ausgemacht gehabt, dass sie in Sarntal lieber wechseln. Der Amplatz Louis wollte unbedingt seine Familie treffen, deswegen ist er ja eigentlich, das war sein Hauptgrund. Louis Amplatz, wie das Ehepaar Molling sagt, war fertig, war psychisch, seelisch fertig durch die Verbannung in Wien, in der Großstadt. Und der hat Leimer heimgewählt, der hat Leimer in die Berge gewählt. Und
die wollten eigentlich nachher da das Gebiet verlassen, das ist ihnen als niemand geheuer gewesen. Aber der Christian Kerbler hat umeinander gesumpert, mein Bruder, und ich habe Angst, was ist mit meinem Bruder, bis sie noch gesagt haben, die und zwar, gut, dann gehst du auchen, aber du kommst noch, das ist der fünfte gewesen, aber du kommst noch am Abend wieder rauer und wir treffen uns da vorne, ich habe heim gemohnt, da unten vielleicht der Goden, wo man da rauer geht, habe ich mir halt vorgestellt, weiß nicht, ob es halt wirklich gewesen ist, aber ich hatte mir das vorstellen gekannt, da treffen wir uns gegen das Zunachten zu. Der Amtplatz Luis der Tatte seien umeinander, den ganzen Tag, den ganzen fünften, alles beobachtet, alleweil sie umeinander gezogen, geschlafen gehabt natürlich nicht. Kommen sie in Goden, der Christian Kerbler kommt nicht. Die ganze Nacht auf ihn gewartet, kommt nicht, alleweil ein bisschen umeinander gegangen. Vielleicht hat er sich auch gefällt, vielleicht ist er aufeinander noch, die ganze Gegend hin und her, die ganze Nacht, also nicht geschlafen gehabt. Sechsten in der Früh, der Kerbler, Christian Kerbler ist noch nicht da. Bis er Geiling Nachmittag umeinander aufgetaucht ist, beim Verein Porten Stadele. Ja, er hat nie mehr Rauer gefunden, er hat die Nacht auf einen anderen Ort verbringen gemäß, der ist sich vergangen gewesen. In Wirklichkeit hat er sich in Salthaus mit jemandem getroffen, in einem dunklen Auto mit Mailänder Kennzeichen, und von dort hat er eine Pistole mitgekriegt, eine, wie wir genau wissen, eine Beretta. Und von da an also wurde die Sache ausgemacht. Es hat am Sonntag im Vormittag, am 6. ein Treffen in der Questur geben, ein strategisches, taktisches Treffen mit den ganzen Horchen, Walchen, Waudel, wo der Mordplan ausgeheckt worden ist, das darf ich da sagen, mit Genehmigung des Innenministeriums. Das weiß man inzwischen, das haben sogar falsche Zeitungen geschrieben. Und dort oder da in Salthaus ist dem Christian Kerbler diese Beretta ausgehändigt worden. Sie seien nachher auch gegangen, da, das ist jetzt neu, weil sie halt noch gewählt haben, etwas Warmes richten. Der Luis Amplatz hat eine Suppe gekocht. Der Christian Kerbler hat gesagt, ich muss mir mal ein bisschen entfernen, ich habe meine Notdurft zu verrichten. Ist ja auch verständlich. Kein Mensch hat gewusst, weil sie hatten ja gesagt, mich gehen Foto machen, um den Freiheitskampf zu dokumentieren, weil es geheißen hat, es könnte höchstens 3 Monate im Jahr, also Juli, August, September, in Freiheitskampf wirklich etwas dienen. Und die übrige Zeit schweigt die Welt wieder. Da müssen wir dafür sorgen, mit Bildberichten. Und der Christian Kerbler hat eh angeblich guten Zugang gehabt zu Bunden und zu anderen Zeitungen, dass da über den Freiheitskampf berichtet wird. Als plausibel. Kein Mensch hat gewusst, dass der Christian Kerbler am Fotoapparat Leica, das ist ein bisschen größer gewesen damals, umgebaut gehabt hat als Funkgerät. Ist ja klar, die Geheimdienste seien ja allem am weitesten bei den technischen Hilfsmitteln. Aber wer denkt denn zur damaligen Zeit, wo es ja kaum noch Telefonanschlüsse gegeben hat, dass der nicht ein Fotoapparat, sondern ein Funkgerät jeweils mit sich hat. Und so hat er natürlich jeden oben gekannt, die Position von ihm nicht durchgeben. Seien ja allein mal zu dritt gewesen, beweglicher also, leichter auszumachen und so weiter, weil Viere kennen sich eventuell aufteilen, aber drei teilen sich nicht aus so leicht. Gehen da auch ein Suppe, und der Vater und der Luis Amplatz haben nachher, ist ein irgendwie plötzlich müde geworden, ganz nahe müde. Tatte hat allem geredet von einer nie gekannten bleiernen Müdigkeit und waren in Liebsten oben in der Hütte übernachtet. Aber der Brunnerbauer, ein älterer Mensch, hat gesagt, Deichsel noch, man weiß halt nicht, und die haben ja gewusst, wo sie ihnen blieb, wenn sie enttarnt wären als direkte oder indirekte Helfer. Mir war lieber, es geht durch. Der Tatte hat den Goden ausgesucht, weil er ihm als sicherst vier gekommen ist. Damals ist da unten noch nicht der Wald gewesen. Das höchstens da links außen gegen der Schlucht zu, ein kleiner Jungwald, wenn es unten noch vorbeigeht. Von da, man hat und sieht von da ja fast innen ein bisschen jaufen. Also strategisch unglaublich günstig, sieht außen fast bis mehr an. Hat alles im Auge, guck, warum sie ja gehabt.
und den wollt mir das in Kallen wegdenken. Von unten auch nicht einsichtig, weil als Bretter sein, von der Seite her, sei schon bis zur Schräge fällig gewesen, also die Haupttiere zu gewesen. Und drüber auch der Felsen. Und dahinter die Einstucksluke und links hoch in die Schlucht. Also im Notfall in der Schlucht, da finden sie es nicht, hat der Tate gesagt. Sie gehen also auch, Kerbler mit, werden wohl da vor dem Goden oder vielleicht beim Goden die Schuhe ausgezogen haben, sagt der Kerbler. Heint halt die Nachtwache, es müsst ja unglaublich sterben, es müsste sein, keine Nacht mehr geschlafen. Heint halt die Nachtwache, ich gebe ihm jährig meinen Schlafsack, weil der Tate hat allemlei eine Decke gehabt und ich nehme die Taschenlampe, noch kennt es endlich einmal durchschlafen wieder. Es regnet, in der Nacht wird sicher ruhig bleiben als. Die zwei in Schlafsäcke, nicht natürlich zugetan, Hose und Hemd mit allem umgehabt, umgelatt. Die Pistole, Sturmgewehr oder hatte die Maschinenpistole natürlich geladen, neben sich für jeden Notfall. Tate wacht auch, jetzt kann ich mich leider auf das berufen, der Luis Amplatz hat ja nie mehr reden gekannt. Tate wacht auf durch Schüsse und hat der Alm gesagt, er hat falsche Stimmen gehört. Benommen, erklärbar, weil der hat ihm eine sicher oben ein Pilferle in die Suppe oder in den Tee getan, weil es bekannt gewesen ist, dass die zwei unglaublich wachsam sein. Es hat allem geheißen, wenn man mit den zwei unterwegs gewesen ist, hat man nie eine Wache ausstellen gemisst, weil beim jüngsten, beim klirsten Geräusch seien sie aufgewacht, seien sie wach gewesen, hellwach gewesen. Der hat ihm eine also gemisst, ein Pilferle innen drin, damit sie eben nicht so schnell reagieren, wenn die Schüsse krachen. Tate sieht, dass ihn der Kerbler unleuchtet mit der Taschenlampe. Und der war der Meinung, die seien da beim Felsnummer und schießen durch den Dach hoch. Gehen vorbei, einmal eine Salve auf den Ort hochen lassen, haben es öfter gemacht. Sagt, Licht aus, Herr Schiff, dass sie schießen. Hat sich wahnsinnig geärgert, dass der Trottel da leuchtet. Hat noch leimer gehört, hat ihn nicht gesehen ins Gesicht. Seine Hand da nicht. Hat allem gesagt, selber habe ich nicht gesehen, ob der eine Pistole in der Hand gehabt hat oder nicht. Wenn ihm ins Gesicht geleuchtet geworden ist, sieht er nicht, was der in der Hand hat. Hat es leimer rascheln gehört, von ihm weg, in den Hintergrund, in der Hütte. Hat angerufen in Luis. Luis! Luis! Hat gemerkt, dass der Luis dort ist, hat sich außen gerollt, tief gegangen schnell, weil er gesagt hat, wenn man tief ist, sieht man auch bei Finsternis, das muss am 7. September im Montag so gegen eine 2:30 vielleicht gewesen sein, so immer. Das hat der Tate abschätzen gekannt, ungefähr, Uhr hat er nicht bei sich gehabt, aber wie lange es gedauert hat, bis es gedämmert hat. Und geht nieder, sieht gar nicht, hört nicht, sieht nicht. Getroffen gewesen, Kugel da links und in der linken Achselhöhle inne, da gesteckt, einen Arm überhaupt nicht mehr bewegen gekannt, den anderen mit großen Schmerzen, hat leider seine Pistole genommen und eine Decke, wie er es braucht gehabt hat. Selber war der erste Griff Pistole und etwas gegen die Kälte. Und ist in den Jungwaldl innen und hat sich dort geduckt, die längste Weile gelost, das ist nie mehr dummer. Totenstille, das gibt's ja nicht, die längste Weile gewartet, das gibt's ja nicht. Ja, da sein werden sie schon, die warten halt jetzt, die passen halt jetzt. Nicht hat sich gerührt. Da ist er barfußet natürlich gewesen, ochen über der Schlucht, entnauchen ist so ein gemauertes Stallele, da. Die Gegend, von der Gegend wissen Sie ja, er ist ein starker Raker gewesen, hat allem in sein Hemd ein Feuerzeug und Zigaretten drin gehabt, hat ja gespürt, was los ist, hat Zigarette umgezündet, als zugetan, fest inhaliert, hat er gesagt, wenn die Lunge durchgeschossen ist, wie er gemohnt hat, dann muss der Rauch außen. Ist kein Rauch außen. Dann hat er gesagt, wenn das so ist, dann muss ich mich jetzt gehen. Auf die Socken machen. Und da hat dann die Flucht begonnen. Das ist alles auch nachzulesen. Ist oft drüber geschrieben worden. Ich möchte gleich langsam zum Ende kommen. Also dramatische Situationen. Der Luis Amplatz hat auch noch gern gelebt. Der ist 6 Tage über 38 Jahre gewesen.
Am 28. August 1964 ist er 38 Jahre alt geworden gewesen. Der hat unbedingt seine Familie noch sehen gemacht. Er hat davor gesagt, wie sie die beiden geworden haben, geht nicht innen, das ist faul, die Kerbler, die seien nicht in Ordnung, haben sie gesagt, oh, mir da verrecken oder drin, soll ich alleimer gleich, lieber drin zugrund gehen als da. Die wurden maßlos enttäuscht über diese nachgiebige Erfüllungspolitik von den Österreichern damals, vor allem von den Schwarzen, von der ÖVP. Der hat allem gesagt, der unständigste Politiker ist der Kreisky gewesen. Der hat uns nie etwas versprochen, hat ihn aber nie ausgeliefert. Wie der schwarze Bundeskanzler Klaus es hat ihn gewählt. Wenn sie damals nicht mit Hungerstreik die Pusterbuben der Tatte bis an den Rand des Todes des Verhungerns und Verdurstens sein, haben sie gehen gemäß. Das alles sei uns an dem Platz, wo der Hubschrauber gelandet ist, um in Sorg von Louis mitten Louis am Platz zu füllen. Das sei ins Vermächtnis, Leid. Wir sehen so viele, wir dürfen nicht nachgeben. Wir haben alle demokratischen Mittel in der Hand. Wir brauchen Lei in den Stichtag am Bleistift zu nehmen in der Wahlkabine und das Kreuzel da machen, wo es steht für eine Zukunft ohne Italien. Geht mit der Botschaft außen, bitte, denkt allem daran, jeder auf seinen Platz, dienen im Sinne der Heimat, im Sinne der Freiheit, was er kann, wie der Pfarrer Fabian Dierler so richtig gesagt hat. Freiheit ist nicht das höchste Gut. Auch die Freiheit ist ausgerichtet nach einem höheren und wichtigeren Plan. Aber es kann nicht der Plan Gottes sein, dass man ein Volk so unterdrückt, so lang drangsaliert, dass es seine eigene Identität, seine Sprache, das verliert, was den Reichtum der Menschheit ausmacht, dass wir nicht alle gleich sein, sondern dass wir bunt sein, dass man jeder eine andere Stimme hat, dass jeder denken kann, wie er will. Auch das ist sicher im Plan Gottes enthalten, dass die Vielfalt erhalten bleibt, die Freiheit der Menschen, so wie die Freiheit eines jeden Volkes.